Ja, weiter geht's. Ich bin eben unterbrochen worden. Ich habe gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Was im Moment jetzt noch nicht heißt, dass ich jetzt hier alles lösche, das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Ich werde meine Videos stehen lassen, alle so wie sie da sind. Der Kanal wird auch nicht verschwinden. Das Einzige, was unter Umständen sein kann oder womit ihr jetzt einfach rechnen müsst, ist, dass ich mir jetzt. Ja, ich werde mir jetzt in dieser Woche Gedanken machen, wie ich mich beruflich umorientiere und dann werde ich spätestens in der nächsten Woche meine ersten Schritte unternehmen und dann wird sich einfach da wird sich meine Innensphäre natürlich auch verändern. Das heißt, ich werde mich auf etwas anderes konzentrieren und ich weiß nicht, inwieweit ich dann noch in der Stimmung bin, abends dann noch hier neue Videos zu machen, weil es kommt natürlich auch immer darauf an, was man am Tag so gemacht hat. Man hat ja mental man beschäftigt sich ja immer mit dem, was man halt eben am Tag unternommen hat. Und ich denke nicht, dass mir das sehr einfach fallen würde, jetzt am Tag irgendeinen Job zu erfüllen und dann abends diese Themen hier aufzugreifen. Deswegen, ich kann dazu keine Aussage treffen. Jetzt ist es aber so, dass ich beruflich als Yogalehrer, der ich nun mal Yogalehrer bin, das habe ich eigentlich nicht hauptberuflich gelernt, sondern das ist eigentlich nie ein Beruf gewesen. Das ist nur jetzt kommt es irgendwie in Betracht. Weil ich doch festgestellt habe, dass einige Leute Interesse gezeigt haben an dem, wie ich unterrichte und was ich zu unterrichten habe. Aber das wäre eine kommerzielle Angelegenheit, das wäre keine freiwillige Angelegenheit von mir, sondern das ist eine klare Dienstleistung, die ich da erbringe und dafür nehme ich dann noch Geld. Ja, das wäre die eine Möglichkeit. Und ansonsten denke ich, das, was hier abhanden gehen wird, wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, es werden einfach nicht mehr so viele Videos sein. Also ich denke, ich werde da nicht mehr in der Lage sein, in einem Jahr 140 Videos zu produzieren, sondern vielleicht 10. Dafür sind diese 10 aber vielleicht auch etwas besser, weil ich habe jetzt auch einige Videos dabei gehabt, die nicht so toll waren, also wo ich mich habe gehen lassen oder wo ich nicht so toll aussah und keine Ahnung, also die mir auch persönlich nicht so zugesagt haben. Also von daher denke ich, wenn man sich ein bisschen rar macht, kann es eigentlich auch nicht schaden. Ne? Gut, ich denke, diese Sache. Also das, was wir hier eigentlich vorhatten, mit einer deutschen Radioshow, so wie sie ein gewisser Herr Jones in Amerika betreibt, das ist eine Sache, das wird nicht gehen. Weil man muss bedenken, was man dafür alles braucht, um wirklich eine solche Sendung auf die Beine zu stellen. Man braucht erstmal eine ganze Menge an technischem Equipment. Der Jones dreht zumindest mit Full HD. Man braucht dafür ein Kamera-Equipment, man braucht dafür die entsprechenden Matzen, die Schnittgeräte. Ich weiß nicht, ob er auf DV aufzeichnet oder ob er direkt auf Festplatte aufzeichnet. Er hat auch in seinem Studio, von dem er aus dort die Sendung macht, das habe ich gesehen, er hat eine Bildregie und er hat eine Tonregie. Das ist also schon eine professionelle Angelegenheit. Da sitzen Leute, die stellen Gespräche durch. Das ist im Grunde genommen es ist eine Mini-Internet-audiovisuelle Radioshow. Ja? Und die finanziert sich auch sehr gut. Man soll also nicht glauben, dass der liebe Herr Jones damit nichts verdient, sondern der bekommt von seinen Leuten $6 im Monat. Und der hat ungefähr, ich glaube, 500.000 sind das. Also er bekommt von 500.000 Leuten $6 im Monat. Und damit macht er diese Sendung. Das muss man bitte bedenken. David Icke, da brauche ich auch nichts zu sagen. Er hält sich selbst für den führenden Weltverschwörungstheoretiker. Und man braucht nur einen Blick auf seine Seite zu werfen, dann weiß man, wie er das macht. Er macht das etwas dezenter. Das ist mehr so der Brite, der ein bisschen mehr Wert auf Understatement legt und hat seine Gewichtung etwas anders verlagert. Er ist ja auch Arzt und Jones ist halt eben nur ein ehemaliger Redneck, so wie er von sich selber sagt. Aber damit kokettiert er ja auch ganz gerne. Ja, ne, also. Oder wenn man jetzt weiterguckt, ne, also was machen diejenigen, die wirklich publikatorisch tätig sind, ja? Das sind Camelot Project mit Bill Ryan. Bill Ryan ist mir dadurch aufgefallen, dass ich ein paar Videos von dem gesehen habe, in denen er erstmal eine halbe Stunde nur belangloses Zeug geredet hat, den Leuten Honig ums Maul geschmiert hat, sich selbst hat Honig ums Maul schmieren lassen und lächeln hier und lächeln da und Harmonie und Harmonie und Harmonie und Harmonie und Harmonie, aber keine Information. Und dann kam irgendwann die Information, dass Barack Obama am 27.11. eine Weltansprache halten würde, ein State of the Union al Mundi. Ja? Aber leider war das Ganze natürlich geheim.
Ich habe mich dann mit meinem amerikanischen Freund unterhalten, der meinte, ja, das passt aber irgendwie nicht. Also Weltansprache geheim kriegt ja keiner mit. Ne? Ja, das hatte ich mir eigentlich auch gedacht. Und als dann der Tag so weit war, war es dann auch tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob Obama eine Ansprache gehalten hat. Ich denke mal, wenn, dann wird es sehr geheim gewesen sein. Und dann stellt man dann im Nachhinein fest, ja, wo bekommt dieser Ryan seine Informationen her? Ja, er bekommt sie von irgendwelchen anonymen Anrufern. Ja, da ruft ihn also irgendjemand an und sagt, ey Ryan, ey, so und so, ich habe die und die Info. Und er schnimmt die Info dankbar auf. Ja, und trägt sie, sagt, ey, ich bin angerufen worden, damit lügt er ja nicht. Er sagt ja lieber, ich bin angerufen worden, der hat mir das und das gesagt. Okay, aber hat er denn nachgeprüft, ob das wirklich Substanz hat? Hat er denn sein Hirn eingeschaltet und überprüft, ob das Ganze nicht ein Paradoxum an und für sich ist, zu sagen, Weltansprache, aber gleichzeitig geheim? Und ja, so zieht sich das dann durch die Bank weg. Festgestellt habe ich, dass also diejenigen Leute, die publikatorisch tätig sind und das auch in einem qualitativ höherwertigen oder auf einem qualitativ höherwertigen Niveau, das sind Professionelle. Auch We Are Change. Täuscht euch da bitte nicht. Ich habe mit dem Harry gesprochen, das ist mein bester Freund, mit dem bin ich aufgewachsen. Der ist Filmregisseur und Produzent. Er war in Rumänien für den Fernsehsender Intendant auch schon und der hat mir nach 2 Minuten gesagt: Hör mal, das ist aber kein Privater, das ist ein Professioneller. Sag ich: Moment, so und so. Sagt er: Nee, nee, guck mal ganz genau hin. Und wenn man sich die Bilder ansieht, die er macht, dann stellt man auch ganz schnell fest, so schöne, saubere Bilder in öffentlichen Institutionen, wie er sie macht, kann man leider nicht machen, wenn man nicht ein ganzes Team dahinter stehen hat. Und letzten Endes muss ich sagen, ich hätte es eigentlich auch direkt sehen müssen, aber da steckt halt eben eine Produktion dahinter. Das ist eine Produktion, die ganz klar auf das Format viral gesetzt hat, also viral. Ja, und das ist auch nicht verkehrt. Seine Botschaft ist authentisch, er meint es ja auch ernst und ich halte es auch nicht für verkehrt, eine Produktion da einzuschalten. Im Gegenteil, das sollten eigentlich alle machen. Die Leute sollten vielleicht mal von dem Punkt wegkommen, dass Aufklärung, wahrheitstätige Arbeit kostenlos immer sein soll oder sein kann. Das geht einfach nicht. Man muss Kameraleute bezahlen, man muss Sprit bezahlen, Auto. Lebenszeit, Arbeitszeit, man muss ja sein Essen bezahlen, Miete und das geht einfach nicht. Ja? Also, wenn man realistisch ist und ein bisschen Ahnung von der Materie hat, also wenn man schon mal in diesem Beruf gearbeitet hat, dann wird man ganz schnell feststellen, diejenigen, die so oben mitmischen, das sind die Professionellen, die wissen, wie es geht, wie man solche Formate angeht und wie man solche Formate auch gut vermarktet. Wobei ich nicht sagen will, dass es um die Vermarktung geht, es mag sein, dass es da wirklich auch um die Sache geht. Aber wie gesagt, es stecken professionelle Leute dahinter, die das Ganze professionell aufziehen. Und wenn man dann auf der anderen Seite das Amateurlager ansieht, sieht man natürlich krasse Unterschiede, gewaltige Unterschiede. Zum Beispiel gibt es in Deutschland im Internet ja jetzt auch so Internetfernsehsender. Da werden dann zum Beispiel Vorträge aufgezeichnet mit einer Kamera, was eigentlich ja, ein absolutes Unding ist, weil da kriegt man irgendwann. Man sieht immer nur eine Perspektive. Also wenn man beispielsweise einen Vortrag aufzeichnet, dann würde ich den immer mit 2 Kameras Minimum aufzeichnen. Eigentlich braucht man 3 Kameras, um über den Winkel schneiden zu können. Man stellt die Kameras links, rechts und mittig auf und guckt dann, dass die eine Kamera die andere nicht im Bild hat. Und dann muss man mit einem Bildmischgerät hinstehen, mit allen 3 Kameraleuten über Funk in Kontakt stehen und den Kameraleuten die Bilder ansagen, die sie zu machen haben. Dann sagst du dem einen Kameramann links, mach mir mal bitte eine Halbtotale oder eine Totale. Dem anderen sagst du, positionierst dich gleich hier da drüben für eine Head over the Shoulder. Over the Shoulder ist praktisch, wenn die Kamera über die Schulter guckt. Das sind feste Einstellungen, die Kameraleute kennen und die kommen dann vom Bildregisseur, der Bimi, gibt die dann rüber. Kameraleute wissen, dann haben die alle eine Nummer 1, 2 und 3. Dann sagt der Bimi nur noch Achtung für die 2, das, was ich dir eben angesagt habe. Und dann zieht man den Hebel rüber und dann wird der Umschnitt getätigt. Dann springt das Bild um. Und dann bleibt das Ganze aber in einem harmonischen Fluss. Ja, weil dadurch, dass der Redner, der ja in die Kamera guckt, seinen Kopf hin und her wendet und nicht immer in die Kamera guckt, ja, wechselt er die Blickrichtung oder ich sage immer die Spielrichtung. Und normalerweise muss es so sein, dass der Blick eigentlich immer in die Kamera geht. Egal, ob ich jetzt hier hingucke oder ob ich jetzt da hingucke, da drüben muss eine Kamera stehen, die meinen Blick auffängt. Ja? Aber wie gesagt, das ist ein technischer Aufwand und ist klar, das kann nicht jeder erbringen, diesen technischen Aufwand. Deswegen wird dann mit einer Kamera aufgezeichnet. Nur der Effekt ist dann natürlich der, dass man es merkt. Was aber auch nicht so schlimm ist, weil es geht ja auch mehr um die Information. Aber langfristig möchte man doch irgendwo auf einen gewissen Level kommen. Also zumindest, weil ich zumindest habe diesen Anspruch. Ne? Klar könnte man jetzt sagen, der Anspruch ist überflüssig, aber naja, ich habe ihn halt.
Okay, jetzt ist mir schon wieder die Zeit ausgelaufen. Also Leute, ich mache weiter, aber nicht mehr so intensiv wie früher. Das klappt einfach nicht mehr. Das ist eine lange Rede, kurzer Sinn. So.